eins der bequemsten Kleidungsstücke überhaupt. Immer gut zu stylen, man sieht immer top aus. Gibt es in verschiedenen Formen und Farben, in verschiedenen Längen und Größen, ist die Jeans. Aber was ich sagen muss ist, ich finde persönlich es sehr, sehr schwierig, die perfekte Jeans zu finden. Also den richtigen Schnitt für die richtige Statur. Dann vor allen Dingen eine, die richtig gut sitzt, finde ich auch nicht immer einfach. Drum habe ich für heute 7 verschiedene Jeanshosen bestellt, die alle angeblich denselben Schnitt haben sollen. Also es sind alles Jeanshosen mit Regular Fit. Und ich bin einfach mal gespannt, wie unterschiedlich die verschiedenen Hosen mit derselben Größe ausfallen. Nach und nach für euch immer eine Hose anprobieren und dann einfach mit euch schauen, wie die aussieht. Die ich jetzt anhabe, ist meine eigene. Das ist eine Monkey Jeans, allerdings eine High-Waist Jeans. Ich trage sehr, sehr gerne High-Waist. Taschiert schön am Bauch. Und wir probieren jetzt aber zusammen Regular Fit an. Ich glaube, die sind auch High-Waist. Ich muss gleich nochmal nachlesen. Und dann schauen wir einfach, wie die aussehen. Wir fangen mit der einfachsten an, H&M. Ich habe schon sehr viele H&M Jeans gehabt und ich glaube, die wird mich nicht enttäuschen. Ich habe jetzt alle Jeanshosen in so einem versucht, in dem gleichen Blauton zu finden. Die sieht auf jeden Fall sehr gut aus, ist sehr, sehr stretchy, was ich persönlich gerne mag an der Jeans. Schauen wir mal. Oh, oh, ist die eng am Bauch? Gut, das erste Mal eine Jeans anziehen ist, wie wenn man eine Jeans aus dem Trockner holt. So, ich mache jetzt immer extra mein Oberteil in die Hose. Das ist ganz eng, damit ihr es sehen könnt. Sie sitzt, sie geht zu. Und sie ist sehr bequem. Also, ist definitiv auch eher ein High-Waist-Schnitt. Von der Länge finde ich sie eigentlich für das, dass ich so klein bin, ganz okay. Das ist jetzt eine... Nö, die hat keine Längenangabe. Also ist einfach nur eine Größe 40. Ich glaube, das ist jetzt wie eine Länge 31. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Vom Bauch sitzt sie auch sehr gut. Po. Habe ich einen schönen Po? Ich glaube, ja. Also die ist auf jeden Fall extrem bequem. Und sie passt, was ja schon mal sehr, sehr gut ist. Ich sitze ein bisschen komisch, weil ich keine Hose mehr anhabe. Wir versuchen als nächstes eine ASOS-Hose. Ich weiß gar nicht, ob ich eine oder zwei bestellt habe. Ich guck mal gerade. Ich glaube, ich habe zwei bestellt, weil die ja verschiedene Marken führen. Ja, genau. Also wir haben einmal... eine Pretty Little Thing Jeans und dann haben wir eine ASOS Hausmarke Jeans. Sind beide auch in so einem Blauton. Gucken wir mal. So, ich fange mal bei der ASOS Jeans an. Was mir schon mal auffällt, ist diese Waschung hier. Solche Streifen. Das mag ich persönlich nicht sehr gerne. Die ist ein bisschen weiter als die H&M. Auch an den Beinen viel, viel leichter. Und hier oben sieht man schon, das geht auch ganz einfach. Ah, und die fällt sehr groß aus, finde ich. Das ist jetzt auch eine Weite 31, Länge 30. Also von der Länge ist die besser als die von H&M. Könnt ihr das sehen? So ein bisschen knöchelhoch. Und die ist so abgeschnitten. Also fast ein bisschen fransig hier. Das finde ich eigentlich ganz süß. Von oben sitzt die sehr locker. Also könnt ihr das sehen? Die sitzt sehr locker, was ich nicht schlimm finde. Also es ist sehr bequem. Ist auch wieder mit sehr viel Stretch. Po finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, also ich kann nichts Negatives sagen. Die sitzt halt ein bisschen lockerer hier. Seht man das? Also das mag ich jetzt nicht so unbedingt. Aber ansonsten finde ich die jetzt von der Länge und vom Schnitt auch sehr gut. So, die ist jetzt von Pretty Little Thing. Habe ich persönlich noch keine Jeans davon gehabt. Ah, die hat schon ein Detail, was ich persönlich nicht so gerne mag. Und zwar den Reißverschluss hier unten. Ne? Okay, zum Anziehen auch wieder genauso einfach wie die ASOS Jeans. Also wieder sehr, sehr locker hier oben. Auch wieder super viel Stretch. Also irgendwie habe ich habe gar nicht geschaut, ob ich Stretch Jeans bestellt habe. Aber die sind alle sehr stretchy. Aber auch hier wieder die Länge. Schöner wie bei der H&M Jeans. Also einfach eine gute Länge. Oh, die hat, glaube ich, eine ganz komische Waschung am Po. Wir gucken uns mal den. Also hier oben sitzt sie gut, aber halt auch wieder
locker. Und das Helle hier mag ich persönlich nicht so gerne. Also wenn was ausgewaschen ist, vor allen Dingen am Po, finde ich persönlich, sieht man immer breiter aus. Gut, aber bisher hat mich keine enttäuscht. Also ich komme überall rein. Es ist wirklich geschnitten wie eine 40. Ja, super. Einmal die Adresse zu, damit keiner sieht, wo ich wohne. Ich habe früher sehr, sehr gerne Zara Jeans gekauft. Allerdings, soweit ich mich entsinne, fallen die sehr, sehr klein aus. Also gucken wir jetzt einfach mal, wie es bei der hier aussieht. Sieht auf jeden Fall von der Länge so aus, als wäre die auch wieder gut. Oh, oh nein. Ich glaube, ich hatte recht. Ich glaube, Zara Jeans sind sehr eng. Kennt den Trick jemand? Okay, ich glaube, auch hüpfen nützt nichts. Ich glaube, ich könnte reinkommen, aber es ist sehr eng. Der Jeanshosentanz. Okay, ich glaube, ich bin drin. Wenn man so schon in die Jeans reinhüpfen muss, ist es kein gutes Zeichen, Leute. Okay, sie ist zu. Aber man sieht schon, die ist halt ein bisschen eng vielleicht. Sieht man das auch am Po? Also wenn die Hose so Striemen hier macht unterm Po, ist sie halt einfach zu eng. Ja, also die ist auf jeden Fall zu eng. Was komisch ist, weil ihr könnt sehen, Beweis, Kleidergröße 40. Sehr, sehr schade, weil wenn ich da jetzt was bestelle, und das ist wirklich eine schöne Hose, muss man sagen, ist die halt einfach knalleeng. Also, das ist schon sehr eng. Man sieht das, es sieht ja auch doof aus, ne? Wenn da hier überall so der Bauchspeck drüber kommt, ist das halt nicht so schön. Von der Länge finde ich sie auch sehr gut. Allerdings vielleicht ein bisschen weit an den Beinen. Kann man das sehen? Also, die steht hier so ein bisschen ab. Finde ich jetzt auch nicht so doll. Aber ist zu eng. Also Zara, ihr Lieben. Ihr solltet vielleicht eure Größenbeschreibungen ein bisschen anpassen. So, und dann habe ich noch wo bestellt. Da habe ich davor noch nie bestellt, also noch gar nichts. Und zwar bei aboutyou.de. Ist übrigens alles nicht gesponsert, aber natürlich trotzdem Werbung, weil ich Marken nenne. Nochmal zwei Jeanshosen und zwar einmal eine Levis, glaube ich. Ja. Eine richtige Levis Jeans. Ich hatte noch nie eine richtige Levis Jeans an. Und dann eine Wrangler Jeans. Das sind halt jetzt mal zwei richtig teure, gute Jeansmarken. Ich wollte einfach mal gucken, ob es einen Unterschied macht zwischen hochpreisig oder normalpreisig wie bei H&M. Und ob es sich lohnt, um die 100 Euro für eine Jeans auszugeben. Das gucken wir jetzt mal. Ich bin mit meiner Zara-Hose festgewachsen. Ich komme ja schon ins Schwitzen, Leute. Aber ich muss jetzt schon eins sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Bestimmt. Die ist halt einfach 17 Kilometer zu lang. Das ist jetzt die Levis Jeans. Die sieht sehr eng und sehr lang aus. Ist aber 30-32. Ja gut, stimmt. Ich habe normalerweise 30-31. Also von der Länge. Okay, vielleicht gab es keine 31 mehr. Aber hat auch wieder ein bisschen Stretch. Das geht aber. Ich dachte, die geht schwerer hoch. Die hat sehr eng ausgesehen. Ist sie aber gar nicht. Nö, also zugehen tut die auch wieder ganz locker. Aber soll ich ganz ehrlich sein? Also erstens mal, also die Länge. Ich ziehe die mal ganz runter. Könnt ihr sehen? Ist halt viel zu lang. Und, also ich muss jetzt mal die andere holen, weil ich bin mir ziemlich sicher. Die sieht nicht anders aus wie die von H&M und fühlt sich auch nicht anders an, oder? Also die Farbe ist fast gleich, auch die Waschung fühlt sich nicht anders an wie eine H&M-Hose. Wie sieht denn der Bobbes aus? Das finde ich übrigens an Jeanshosen immer das Allerwichtigste. Ein schöner Pöter. Ja, sieht gut aus. Aber ob ich jetzt unbedingt über 100 Euro für so eine Jeans zahlen muss, ich weiß ja nicht. Ich würde die jetzt eh nicht behalten, weil es die falsche Länge ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Halten die länger? Habt ihr da Erfahrungen? Reißen die nicht so schnell? Wobei das bei so einem Hintern auch kein Wunder ist, wenn eine Jeans reißt. Ja, aber ansonsten fühlt die sich ohne Witze auf der Haut. Also das Gefühl von diesem Stretch-Jeans fühlt sich genauso an wie bei der H&M-Jeans.
Und zu guter Letzt eine Wrangler. Die ist ein bisschen heller. Die ist jetzt unten an den Beinen wieder ein bisschen enger. Also richtig Karottenschnitt, obwohl ich Regular bestellt habe. Geht aber auch super easy zu. Gut, die fühlt sich sehr angenehm an. Also die sitzt wirklich sehr angenehm. Auch hier, finde ich, sitzt die sehr, sehr gut. Am Bauch. Auch da hat man schön Luft, aber die sitzt gut. Also normalerweise, wenn eine Jeans hier oben locker ist, fühlt die sich locker an und die sitzt halt schön eng überall. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich finde die Farbe auch richtig schön. Die Länge ist vielleicht ein Tacken zu lang, aber ich finde es auch nicht schlimm, eine Jeans hochzukrempeln. Ja, also das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Hose. Gefällt mir. Jetzt bin ich natürlich einmal komplett nass geschwitzt vom in die Hose rein und raus. Kennt das noch jemand? Hasst jemand in die Umkleide gehen und sich umziehen, wenn er beim Einkaufen ist? Also ich definitiv, ich mag das nicht. Jetzt kleben meine Haare an meinem Gesicht. So, Fazit zu den Jeanshosen. Ich bin sehr positiv überrascht, dass sie wirklich alle so geschnitten sind, dass man reinkommt. Ich habe ja persönlich gedacht, dass bestimmt eine oder zwei Hosen dabei sind, die ich nicht mal zubekomme, weil sie einfach falsch ausgeschrieben sind oder der Schnitt von der Firma eben so ist, dass sie in der Größe 40 nicht passen. Es kommt natürlich immer sehr darauf an, was man dann für eine Weite und Länge bestellt, weil mehrere davon in eine Kleidergröße fallen. Und ich habe jetzt auf jeden Fall gemerkt, dass bei mir eine Länge 30 am besten ist, weil ich sehr klein bin. Ich bin 1,61 Meter groß. Ich mag sehr gerne Jeans mit Stretch, weil die einfach schön anliegen. Die sehen einfach gut aus, da hat man einen schönen Po. Ich finde, die pushen noch mal so ein bisschen und straffen so ein bisschen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass die Levi's Jeans für mich überhaupt nicht herausgestochen hat. Also ich dachte, so eine große Jeansmarke sticht total heraus. Hat sich für mich überhaupt nicht angefühlt wie die H&M-Hose. Und zwar, also vom Tragegefühl war die ohne Witze einfach von dem Gefühl auf den Beinen genau wie die H&M-Jeans und die Wrangler auch ähnlich. Am enttäuschtesten bin ich von der Zara-Hose, einfach weil die Presse eng ist. Ja, aber das ist bei Zara eigentlich immer so. Also ich glaube, Zara-Sachen fallen relativ klein aus. Wenn man das weiß, kann man sie einfach eine Nummer größer bestellen. Ansonsten sehr, sehr positiv überrascht und ich denke, ich werde vielleicht sogar die ein oder andere davon behalten. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, also ob ihr da schon Erfahrungen gemacht habt, welche Jeans ihr denkt, mir am besten gestanden hat. Das wäre vielleicht auch noch hilfreich, damit ich weiß, welche ich behalten soll. Und ob ihr vielleicht in Zukunft noch mehr solcher Videos sehen möchtet, wo es einfach so ein bisschen um die Kleidergrößen, Passformen, Mode geht, weil mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!